Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück hier zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nicht, sondern Ocarina of Time natürlich. Wir sind wieder hier im Feuertempel, starten jetzt hier unten nochmal. Was ist das hier für eine Tür? Haben wir die beim letzten Mal schon angeguckt? Ich glaube nicht. Hier waren wir gar nicht. Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du würdest das bereuen. Ja, okay. Will ich ja gar nicht. Au. Aber hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Eine Truhe. Das ist schon mal gut zu wissen. So, als allererstes möchte ich sagen, ich habe hier gerade 26,6 Grad im Raum. Und, ich glaube, knappe 70% Luftfeuchtigkeit. Also sehr angenehm, hier gerade aufzunehmen. Aber es passt natürlich gut zum Feuertempel. Da freue ich mich doch, dass das alles so gut passt. So, wir sind wieder hier. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe leider nach der letzten Aufnahme... Wir haben einen Schlüssel bekommen. Kommen wir nicht davon jetzt rein? Nach der letzten Aufnahme habe ich ja... also ich habe ja die Aufnahme pausiert und dann spawnt man wieder am Anfang des Tempels. Das ist ja leider immer so. Nee, hier vorne kommt man nicht rein, weil ich da gar nicht hinkomme. Das ist das Problem. Den Goron haben wir schon befreit. Lass mal kurz gucken. Oder war es nicht irgendwie mit dem Enterhaken? War das nicht so irgendwie? Offenbar nein. Ja, irgendwas war doch da. Wir haben das doch schon mal rausbekommen. Heia! So, ja, es ist sehr warm hier, das habe ich schon erwähnt. Das ist gut, das ist schon mal das Erste, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Eine Fee, was? Ich hab eigentlich keinen Platz für eine Fee. Ist ein Irrlicht wertvoll? Ich habe leider vergessen, was ein Irrlicht kann. Ich lasse die... Nee, ich lasse die Fee jetzt mal nicht entschwirren. Ach, damit kann man sich ein bisschen heilen, stimmt. Okay. Hat das gezählt? Offenbar nicht. Schade. Gut, da haben wir eine Fee verschwendet. Alle kriegen noch eine Chance. Nice. Das Spiel ist sehr nett. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir können jetzt dreimal wiederbelebt werden. Das ist richtig, richtig gut. Und dann lege ich doch direkt mal den Haken wieder auf den Slot. Nicht, dass wir mal aus Versehen eine Fee verschwenden. Das wollen wir ja nicht. So, komme ich jetzt hier eigentlich rüber? Nee, ne? Komme ich nicht. Au. Gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Eventuell war das hier noch nicht richtig. So, und da wollte ich nochmal ein schönes, liebes Dankeschön ausrichten an die lieben Kommentarschreiber-Leute von der letzten Folge. Und zwar... Ah, hier waren wir das letzte Mal. Genau, ich erinnere mich. Und zwar hat der gute Steini geschrieben. Schöne Grüße an dich, Steini. Cooler Typ. Könnte man ein Follow da lassen oder so. Wenn du nochmal mit dem Gorone geredet hättest, der dir die Feuerrüstung gibt, sagte dir, dass du die Statue in Vaters Raum verschieben sollst, um in den Feuertempel zu kommen. Allerdings ein wenig fies. Nicht jeder probiert es ein zweites Mal. Ja, so wie ich in dem Fall. Aber danke für den Tipp. Das wäre interessant gewesen, weil dann hätte man auch gewusst, wie man da hinkommen soll. Naja. Dann hat Herr Place geschrieben, irgendwie sieht der Gorone mit dem Kinnbart aus wie Thomas von Fanta 4. Der gute Thomas D. Hausmeister Thomas. Okay, Entschuldigung. Ja, wegen dem Kinnbart wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist Thomas D. auch ein Gorone, man weiß es nicht. Und Chris hat geschrieben unter der letzten Folge, die Warp-Songs sind Möglichkeiten, auch später an Orte zu gelangen, die man unter gewissen Umständen nicht erreichen kann. Muss es etwas kryptisch ausdrücken, um nicht zu spoilern. Okay, ich weiß nicht genau, was mit Warp-Songs gemeint ist. Da fängt es schon mal an, aber vielleicht ist damit sowas gemeint wie beispielsweise das Lied, das wir hier gelernt haben, das Bolero des Feuers. Didel, 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 didi. Ja, kein Plan wieso, aber der Feuertempel war früher mein Lieblingsdungeon. Inzwischen finde ich ihn einfach nur lästig. Okay. Das mit dem Zeitportal hast du auf Anrieb rausgefunden. Bin stolz auf dich, da freue ich mich. Und die hohen Wände erkennst du auch optisch. Das ist auch gut zu wissen. So, wir waren schon hier links auf jeden Fall. Ich versuche nochmal dahin zu gehen. Das war nix. So, ich versuche nochmal dahin zu gehen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich The Legend of Zelda ohne Facecam aufnehme. Das bereichert auf jeden Fall massiv mein Leben.
Weil ich hätte gar keinen Bock, jetzt hier mit Facecam zu sitzen, weil dann müsste ich mir das anziehen. Ich bin ganz ehrlich, ich hocke hier gerade oben ohne. So, hier waren wir schon, genau. Und im nächsten Raum waren wir auch schon. Ich will jetzt nur noch mal sicherheitshalber alles abklappern, damit hier auch kein Schmuh betrieben wird. Aber warte mal, das konnte man doch irgendwie mit der einen Melodie machen. Das war die Hymne der Sonne eventuell? Warte mal. Ne, es war die Hymne der Zeit, weil das das Symbol des Tempels der Zeit ist. Rechts A runter. Da, 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 da. Sehr schön. Das hat schon mal geklappt, aber ich glaube, da oben waren wir auch schon drin. Kann das sein? Ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Ich weiß, machen wir hier vielleicht so ein bisschen... Gucken wir uns Räume doppelt an. Es tut mir sehr leid. In case... Ah, hier. Da waren wir schon. Mache ich jetzt nicht nochmal. Hat das eigentlich irgendwas gebracht, gegen dieses Wobbelding zu kämpfen und so? Tschüss. Einfach tschüss. So. Oh, das war Asi. Voll das Arsch. Das war dumm. Okay. Ein Flederbeißer. Nutze L, um ihn effektiv zu treffen. L? Okay, du kannst ihn auch noch anvisieren, wenn er davon fliegt. Mit L mache ich gar nichts. Das ergibt keinen Sinn. Bestimmt ein anderer Knopf gemeint. So, und das war der Raum, wo ich letztes Mal drin war, wo ich fast nicht mehr rauskam, ne? Dementsprechend gehen wir hier nicht wieder rein. Das war mir alles viel zu gruselig. So, und stattdessen gehen wir hier weiter. Pff, zum Glück hat das geklappt, ey. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Und hier drüben ist aber keine Wand. Ist das so eine hohle Wand? Oh ja, die macht wow, wow. Aber ich habe das Relikt der Goronen noch nicht. Das ist sehr schade. Ich probiere es einfach mal. Alter, jetzt hätte ich mich fast selbst in die Luft gejagt. Ich wollte diese Totenkopfdinger mit dem Feuer auch mal anschauen eigentlich. Aber leider komme ich nicht dazu. So, und hier kann ich nicht hoch. Das ist ja auch sehr gut. Geh weg. Geh weg, du Assi. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal scheinbar wieder zurück, wie es aussieht. Au. Warte mal. Jetzt sind wir wieder hier. Wir haben ja, soweit ich weiß, einen kleinen Schlüssel, ne? Oder? Ich glaube, wir haben das letzte Mal einen kleinen Schlüssel gesammelt. Ich weiß aber nicht, ob wir ihn schon eingesetzt haben, um ehrlich zu sein. Bei sehen tue ich ihn jetzt nirgendwo. Und wir waren noch in keinem anderen Stockwerk des Tempels. Auch interessant, ne? Da oben links ist noch irgendeine Kuhle, wo man hin könnte. Über uns ist ein Loch. Das schauen wir uns auch mal gerade an. Sehr interessanter Tempel auf jeden Fall. Dass das hier der Lieblingstempel von Chris war, habe ich jetzt nicht weiter kommentiert, weil... Oh, du Assi. Weil ich es einfach noch nicht kommentieren kann, ne? Also ich habe ja keine Ahnung. Bin hier zum ersten Mal. Und dementsprechend... I have no idea. Tja. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Tempel hier. Was sind das hier für komische Säulen? Muss man die anzünden eventuell? Die sehen nicht so aus, als könnte man die anzünden. Das sind einfach nur irgendwelche Steinsäulen. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir in dem Raum mit dem Wobbel gemacht haben. Haben wir da nicht den Schlüssel bekommen? Ich glaube fast, wir müssen noch mal in den komischen Raum. Oh. Ah. Ah, das geht nach oben. Interessant. Interessant. So, haben sie jetzt schon mal schön geheilt. Noch ein paar Pfeile oben drauf. Ja, wunderbar. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Ah, wir haben keinen Schlüssel. Da unten links steht es übrigens. Wie viele Pfeile haben wir? Steht das hier? 30. Bombentasche 20. Okay. Ja, gut. Ah, hier steht... Okay, ich glaube, die 30 hier links zeigt nur, wie viel maximal tragen können. Das hier.
Und das hier ist der eigentliche Bestand. Genau, wir haben nur 19 Bomben. Okay. Alles klar, das ist schon mal... Das war interessant. Das war interessant, auf jeden Fall, ja. Ich möchte das unbedingt interessant nennen. Und nichts anderes. So, ich guck mal, was hier passiert. Ja, es geht nämlich auch nach oben, siehst du? Frag mich nur, was uns das bringt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Kann man hier vielleicht irgendwo sich rankrallen oder so? Nee, ne? Sehr interessant. Also ich sag mal so, ich kann Chris auf jeden Fall insofern verstehen, dass natürlich Feuer immer ein cooles Theme ist. Also ich finde auch Feuerlevel in irgendwelchen Mario-Spielen meistens ziemlich geil. Weil es da alles so schön bedrohlich ist. Und in einem Vulkan zu chillen ist ja sowieso cool. Und als Kind ist man da ja natürlich auch noch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen empfänglicher für. Ne? Da denkt man sich so, wow, ich bin in einem Vulkan und so. Das ist ja dann später, wenn man jetzt heute als Erwachsener drauf guckt, ist es natürlich irgendwie nicht mehr so mind-blowing. Ich glaube, ich gehe nochmal hier hoch zu dem Schleimding. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber... Boah. Gucken wir mal, wa? Irgendwie erinnert mich dieser ganze Tempel hier an die Minecraft Aether Mod. Ich weiß auch nicht, wieso. Au! Olle. So, Schleim-Typi. Dir geht's jetzt an die Wäsche. Ih. Oh lol, das hat was gebracht. Damit kann man den freezen. Das ist ja spannend. Ja, die Rubine nehme ich gerne mit. So. Aber was kann man hier machen, frage ich mich. Hier muss man auch irgendwas tun können. Wieso existiert das? Was ist der Sinn von diesem Raum, frage ich mich. Ist er einfach nur da, um da zu sein? Ups, ich habe mich leider hinter die... Oh, oh, oh. Hoppla, oh, hoppla. Oh, oh, das tut mir leid. Okay, da scheint nichts dahinter zu sein. Ups, ja, dann ich guck nochmal bei den Säulen, ob man hier irgendwas verschieben kann oder so, ne? Es ist ja alles immer ein bisschen... Es ist ja gerne alles ein bisschen versteckt. Hier steht überall nur Kämpfen und hier ist auch nichts mehr, ne? Nee, okay. Ja, dann scheint hier wohl einfach nichts sonst zu sein. Ich habe keine Ahnung, was die Daseinsberechtigung für diesen Raum ist, aber er ist einfach da. Tja. Fällt mir schwer. Kann ich das Ding ziehen? Nee, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall das Relikt der Geronen, wie es genannt wurde. Denn nur wenn wir das haben, kommen wir da hinten durch die Tür. Aber was machen wir jetzt, wo wir noch nicht durch diese Tür kommen? Das ist die große Preisfrage hier. Au. Ich habe voll auf die Mütze bekommen, mein lieber Mann. Von so einem dummen Fledermausvieh. Gut, dass wir mittlerweile so viele Herzen haben. Da ist es nicht mehr ganz so schlimm. Auch keine Ahnung, was es hiermit auf sich hat, ehrlich gesagt. Kann man nichts verschieben oder so.
Vielleicht ist das ja wirklich einfach nur ein Begrüßungsraum. Gab es da unten vielleicht noch eine Tür? Jetzt gerade noch mal ganz kurz schauen. Ich muss gerade noch mal ganz kurz schauen. Wir haben ja da diese eine Tür entdeckt. Vielleicht gab es da gegenüber auch noch eine. Das ist sehr auffällig. Oh, ihr Kackviecher, ne? Wo ist jetzt das andere Kackvieh hin? Weg. Also das hier ist sehr auffällig. Aber man kann es nicht verschieben. Das geht auch nicht. Sehr interessant. Mir scheint, es ist ein Rätsel. Boah, du blödes Vieh, ey. Tja. Ah, warte mal. Ich hab eine Idee. Kann man Dinge tun in diesem Spiel? Nee. Das geht nicht. Also es geht schon, aber da muss man durch eine Flamme durchschießen. Man kann nicht den Pfeil entzünden und dann irgendwo hingehen. Eine Bombe brauche ich bestimmt nicht probieren, oder? Probier es jetzt trotzdem. Gut. Okay, interessant. Aber da ist auf jeden Fall was. Und hier war ja nur der Typi. Haben wir noch Dekostäbe? Ja, aber die können, wollen wir hier nicht benutzen. Wie auch immer. Warum können wir mit ihm nicht einfach sprechen und sagen, ey, ich will dich nicht fressen, ich bin's nur, Linky Boy. Verstehe ich nicht. Entschuldigung. Ah. So. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen, glaube ich, nochmal in den Raum mit dem großen, mit der großen Schlüsseltür, oder? Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht müssen wir auch in den Raum, wo wir so dumm rumgerutscht sind, aber da sind wir ja nur so dumm rumgerutscht. Irgendwie, da konnten wir ja nichts erreichen im Leben. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es hiermit auf sich hat. Keine Ahnung. Ups. Sehr, sehr interessant hier alles. Okay, also ich glaube, hier können wir gerade nichts mehr tun. Vermutlich ist hier hinter sogar der Boss später. So wie das aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das als allerletztes erst öffnen können. Und dann ist da dahinter der Boss. Eventuell. I'm not sure about this. Es ist nur eine Theorie. Tja. Dann gehen wir doch nochmal hier vorne hin. In den Raum geradeaus durch. Weil das war jetzt der einzige, wo wir bisher noch nicht so wirklich was reißen konnten. Wo wir noch keinerlei Erfolgserlebnisse hatten. In irgendeiner Form. Das einzige Erfolgserlebnis war, dass wir wieder rauskamen. Das sieht ja schon sehr interessant aus, ne? Muss ich mich vielleicht mit dem Feuer nach oben treiben lassen? Geht das? Geht sowas? Was sind das für Geräusche? Das sind wahrscheinlich irgendwo Flederbeißer, oder? Na, es geht nicht. Muss ich hier nochmal die Hymne der Zeit spielen oder so? Ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht random halt. Hymne der Zeit, rechts A runter. Wir haben die Ocarina nicht mehr ausgewählt, das ist gut. Das hat original nichts gebracht. Dann probier es mal mit dem Mut der Verzweiflung mit dem anderen Lied noch.
Runter, A, runter, A, rechts, runter, rechts, runter. Ich habe keine Ahnung, was das Lied bringt, ehrlich gesagt. Ich habe es schon wieder vergessen. Ah, damit könnte ich zum Todeskrater gelangen. Aha. Naja, es ist immerhin gut zu wissen, dass wir hier wieder rauskämen, wenn ich es nicht mehr auf diese... Wenn ich nicht mehr schaffe, diese steilen Passagen hier zu überwinden. Aber was ist das für ein komischer Raum? Ich check's nicht. Du Kackvieh. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Das will schon setzen, Martin, ne? Au. Watch out! Muss erstmal outwatchen, dass ich hier wieder hochkomme. Warum ist das so hängen geblieben gemacht hier? Ich verstehe es nicht. Warum? Gibt es denn da unten irgendwas zu tun? Kommt man hier unten irgendwo hin? Nee, ne? Warum ist dieser Raum so komisch? Ich verstehe es nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was man hier machen sollte. Hier ist diese tolle diese Flamme. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mich schon wieder spoilern, Leute. Ich bin schon wieder lost. Ich glaube, den nächsten Schritt muss ich mich wieder spoilern, weil... Keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was man hier tun soll. Ich weiß, da drüben ist eine Wand, die könnte man theoretisch einhauen mit dem Relikt der Goronen. Aber wir haben kein Relikt der Goronen bis jetzt. Wir haben Goronopal, ja, aber mit dem können wir nichts machen. Amulett des Waldes, Amulett des Lichts, super Sache. Aber wir haben kein Relikt der Goronen. Das ist das Problem. Was war das hier nochmal? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ausrüsten. Aha, MP6. Aha, aha. Ich habe keinen Plan. Okay, cool. Jetzt haben wir hier so ein Ding hin platziert. Finde ich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, was es bringt. Leute, ich muss mich spoilern. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Das war jetzt eine Folge rumorientieren und nichts geschissen kriegen. Sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann vielleicht noch weniger geschissen bekommen. Schauen wir mal, wie es läuft. Macht's gut. Bis dahin. Seid euer Fritte.